Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Old Stream Farm in Rübenkrimi. Nee, keine Panik, ich mach nur Wongley. Ich mach das, versuch das ohne euch fertig zu machen. Aber da wir eine Neuerung haben, habe ich jetzt angemacht. Wir bringen eben Rüben weg. Und dann zeige ich euch eben die Neuerung. Weil wir haben einen neuen Schlepper. Ihr seht es ja auch am Kontostand oben, ne? Das hat uns jetzt richtig reingerissen, aber irgendwie kommen wir auch wieder zu Torlas, ne? Das ist halt so. Wer aufmerksam zugeguckt hat, weiß, was wir für einen neuen Schlepper haben. Ich finde, der passt hier ganz gut hin. Ich würde ja den kleinen Deutz noch wegtun, aber ich denke mir immer so, auch für Futtermischwagen und so gibt es eigentlich keinen perfekteren Schlepper, ne? Deswegen möchte ich den eigentlich noch ganz gerne an den Hof lassen, ne? Also bin ich auch ganz ehrlich. Aber wir haben eine Neuerung. Auch nochmal ein Bildchen, ne? Oh ne, wir machen von der Neuerung ein Bild. So ist halt, liebe Leute. Hoch die Hände, Wochenende. Ich nehme Samstag auf, ihr guckt's Montagabend, ne? Ist so. Aber ich möchte nächste Woche ein bisschen Ruhe haben. Deswegen wollte ich dieses Wochenende auch mal ein bisschen Gas geben. Nächste Woche sind wieder so viele Termine. Da kommst du nachmittags nicht viel zu irgendwas. Muss man leider so sorgen, ne? Da musst du dann schon mal am Wochenende Gas geben, ne? Moin! War doch Gisela, oder? Oder war da Zieglinde? Weiß gar nicht. Oh, ich fahre mit der Kirche um Dorf, ne? Hätte auch da lang fahren können. Ich voll Pfosten. Naja. Was du nicht im Kopf hast, hast du in den Tank. Und das in der heutigen Zeit. Richtig Bombe, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann ja froh sein, ne? Unser Auto läuft ja höchstens im Monat 100 Kilometer, wenn es hochkommt. Aber dafür nimmt er auch ein paar Liter, ne? Kennt ihr Mazda 5, diesen Van? So ein Auto hat Mama. Schon cool, ne? Also ich möchte diesen hohen Einstieg nicht mehr vermissen, ne? Du merkst ja auch schon, dass das ganz entspannt ist, ne? Da muss man auch ganz ehrlich sein. Ne? Das läuft hier. Bringen wir den Wagen eben zurück zum Feld. Und dann geht's weiter in Text hier. Und Streamform, ne? Schöne Map, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ey, also, das ist auch so eine Map, da kannst du auch alt drauf werden, ne? Kommt an die Frühling nicht ran, ne? Also, das sehe man mir bitte nach. Ich bin totaler Kalle-Fan, auch was Maps angeht. Also, der. Und dieser Support, den der Kalle einem immer liefert, ne? Ist einfach unschlagbar, muss man ganz ehrlich sagen. Und davon immer fetten Respekt von mir, lieber Kalle. Also, das erlebt man selten. Nicht ganz, ey. Ich finde, das sollte man echt auf Händen tragen. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? So, eben hier abfahren. Ne? Dass der Rübenruder wieder leer wird. Dass das hier an Stissel kommt, ey. Das sind noch ein paar Meter. Wir müssen aber auch noch wieder was zum Hof fahren, ne? Ich habe noch gar nichts in Silo gekippt, oder? Da. Guckt. Unser neuer Schlepper. Ist der nicht genial? Ich muss eben ein Bild machen, Leute. Dann geht's weiter. Guck mal. Ich habe ihn mir gegönnt, ne? Ich bin da ganz ehrlich. War teuer, aber läuft, ne? 39 Vario. Einzigste ist, die Zahlen sind in Displayspiegel verkehrt. Ich kann mal Sven anschreiben, ob der weiß, wie sowas geht. Sonst top Moped, ey. Okay, scheiß Handy drauf, ne? Und darf ich gar nicht mehr sagen. Nicht so schönes Handy drauf, ne? Ihr wisst ja, der Svenny startet in die Monetarisierung, ne? Ich bin in der Prüfung, deswegen muss ich jetzt aufpassen, was ich sage.
Hast du ja wahrscheinlich gar nicht mehr so irgendwelche Wörter sagen, die nicht so... Keine Ahnung. Das wird aber noch dauern. Das steht kaum bis zum Monat, wie es ja erstmal geprüft noch, ne? Hat mir noch nie einer erzählt, ey. Da bist du froh, dass er... Das sind ja vier Pfeile. Vier Dinger musst du erfüllen, damit die grün sind. Oder die sind dann grün. Damit du auch in die Monetarisierung überhaupt erstmal reinstarten darfst. Also, dann kommt erster Prüfpunkt. Der ging ja eigentlich noch relativ fix. Und dauert ja nur ein paar Tage, haben sie gesagt, ne? Und dann der dritte Prüfpunkt. Der soll dann, boah, kann bis zum Monat dauern, weißt du? Aber egal. Sollen mich nicht stören, ne? Aber da habe ich mir auch nur gedacht, ey, Heider, nein, ist ja krass, ne? Ja, guck mal, der geht auch stellenweise runter. Dann macht er wieder seinen Joystick. Weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das macht er Reha manchmal. Guck mal, jetzt braucht er nämlich richtig Horsepower. Und dann geht das wieder. Ist halt so, aber ist schon entscheidend schneller wie mit dem anderen Moped, ne? Hier steht schon vor Mulch, aber wir müssen damit die Maisstoppel noch mulchen. Aber jetzt machen wir eben einfach etwas weiter hier. Jetzt ist auch egal. Wir wollen das Moped ja auch ein bisschen testen, und damit ihr das seht, ne? Läuft aber gut. Gibt's nichts für Mopper. Gefällt mir. Also ich muss sagen, ich bin von diesem Schlepper, der gefällt mir richtig gut. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich werde Fan-Fetischist, ne? Gar kein Fall. Aber ich mag den Leib. Ich habe mir heute ein Hyundai-Pack geladen, ne? Von FBM. Also, das ist, gefällt mir auch, ne? Da sind wie Pflegereifen drauf. Wisst Bescheid, ne? Meter Querschnitt. Läuft. Und brauchst du heutzutage. Eben rüberhoppeln. Guck. Den, ich würde den gerne noch behalten. Den behalten wir auch noch. Bin ganz ehrlich. Wir kommen besser hier lang vor. Ist nicht so weit. Aber gibt schon schöne Mods, ne? Und ich finde das cool, dass die Modder jetzt auch mit den Reifen arbeiten. Muss ich ganz ehrlich sagen, wegen Reha. Hat schon echt Vorteile, wenn du jetzt Pellen hast. Und von mir aus, liebe Modder, ne? Fetten Daumen hoch und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und sowas überhaupt noch macht, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich find's genial. Wenn ich das könnte, wäre ich gut zufrieden, aber bis man mir das erklärt hat, das dauert ewig. Weil ich muss dabei sitzen und das sehen. Anders verstehe ich das nicht. Aber ich stehe dazu, ne? So kannst du das auch. Kannst du besser 50 Cent in eine Parkuhr schmeißen, wenn du mir das so erklärst, ne? Da hast du einen Erfolg, da siehst du nämlich, wie die Zeit runterrennt. Wenn ich das nicht sehe, verstehe ich das stellenweise, ne? Nicht ganz ehrlich. Aber ich stehe dazu. Jetzt hat er wieder so ein Hakel links hier, ne? Ab und zu. Da kommt nichts. Perfekt. Aber ey, ist eine ganz andere Nummer, ne? Den 39, ne? 300 PS, da kannst du schon mal mit vorn hier bei der Rübentechnik. Muss man ja sagen. Vor allem geht das so eine ganze Ecke schneller. Brauchen wir uns auch nichts vormachen. So kannst du damit arbeiten. Läuft hier! Hä? Jetzt sind wir ganz ehrlich. Läuft! Jetzt müssen wir gleich eben mulchen. Dann kann ich nämlich den anderen direkt noch ansetzen zum Plögen. Und dann wird er noch ein Ölrettich reindrillerchen machen, oder? Hier könnte man Weizen hin, ne? Oder wir haben genug davon, ne? Ich glaube, wir brauchen da gar nicht. Ne, machen wir Ölrettich. Ich glaube, Getreide haben wir genug. Obwohl, wir können den Fermenter, wenn wir Kohle haben, vom Bernie hier hinsetzen. Dann können wir aus Stroh Silage machen, ne? Also könnten wir ruhig ein bisschen mehr Stroh anbauen, aber... Ich muss erstmal mit meiner Jahresplanung hier durch sein, wie ich was nächstes Jahr mache, ne?
dann kann ich das entscheiden. Bin ich ja ganz ehrlich. Ich denke, ja, Mais bräuchten wir dann gar nicht so machen, ne? Brauchen wir nur für die Schnitzelsteckdosen. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Dass der ein Stissel ist. Ja, und sonst? Das ist ein bisschen schlecht. Ich habe vergessen, die Kotflügel abzumachen, ne? Unfahrbar eigentlich so. Ich denke, das hängt mit Rea zusammen, dass er stellenweise stehen bleibt. Guck mal, jetzt 200 Horsepower. Schon eine Nummer. Ja, lass mal eben hier stehen. Oh, ich habe die Handbremse nicht reingemacht, ne? Oh, egal. So, wir nicht weglaufen, oder? Oh, schon wieder gleich voll der Wagen, ne? Einer, nein, oh! Na, die bringen wir aber zum Hof. Das kommt jetzt gleich zum Hof. Eigentlich muss der Svenny nachher noch in die Verunkrautung, ne? Ich hab da einen Bock drauf. Nicht. Bin ich ja ganz ehrlich. Das ist, bleibt immer an Svenny hängen, Unkraut zucken, ne? Danke, Mama. So, weiter geht's hier. Tiefflug. Ab über den Rübenacker. Fertig werden hier. Mit's Gemüse, ey. Zieht sich schon viel zu lange. Ey, wir könnten die Zeit auch mal auf 1 stellen, oder? Obwohl, wir müssen auch noch mähen. Nee, lass mal. Wir müssen ja auch noch mähen. Könnten wir gucken, ob wir... Die Silage müssen wir noch machen, ne? Soll wieder regnen, ne? Deswegen hatte ich ja das, glaube ich, auf 0,5 oder so. Ach, weiß er auch nicht. Ich bin mich unschlüssig. Ja, ist auch normal, ne? Ja, guck mal, guck mal. Wir sind schon fast an der Brücke. Also kann es nicht mehr ganz so lange dauern, ne? Und bauen werden ja auch immer kürzer. Ist ja auch ein Vorteil. Ja, der gefällt mir, ey. Schnacki fährt ja auch so ein, ne? Der hat ja eigentlich einen kernigen Sound, ne? Finde ich schon cool. Ist schon wieder voll. Wir könnten aber auch mal rein theoretisch die nächste Kartoffeln auch auf den Hof umschippen. Die können ja in Silo, ne? Das auch noch machen. Wenn wir mal nicht so viel zu tun haben, ne? Dann können wir da nämlich Maschinen drunter stellen. Ich habe noch ein paar Hallen mit reingenommen, ne? Kann sein, dass wir, ja, wir werden Forst machen im Winter. Ein bisschen Brennholz schnippeln und so. Ich habe einen schönen LKW für Forst mit reingenommen, ne? Werden wir uns nicht kaufen, sondern mieten. Und dann werden wir da in dem Busch wahrscheinlich nur noch ein, zwei Hallen hinsetzen, ne? Die Schreinerei betätigen, das habe ich nämlich noch nicht gemacht, ne? Das ist noch so ein Ziel immer. Möbelproduktion ausprobieren und so. Reicht nicht, ne? Ne, reicht nicht. Handbremse rennen. Abflug. Das bringe ich aber jetzt zum Hof, ne? Ja, das machen wir in Silo. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Diese Monitore, ne? Das finde ich nicht so schick in diesen Mopeds. Da kannst du gar nicht vernünftig gucken. Nee, das ist nix. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Viel zu viel Monitore hier drin, ne? Der braucht doch gar nicht da sein, oder? Muss der da sein? Oder ist der zum Fernsehen gucken? Dann sage ich ja nichts dagegen, ne? Aber so, finde ich ein bisschen übertrieben mit der ganzen Monitorisierung hier drin. So, jetzt Abfahrt hier.
wollen ja auch was schaffen. Hackengas. Oh, schon 11 Uhr, gibt gleich Mittag. So, liebe Leute, ich sage jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!